Stefan Kretschmer auf der Messe ProWein. Ein etwas überraschender Anblick hat der Ex-Profi und Handballnationalspieler doch mit Weinbau eher wenig zu tun. Aber zum Produkt Tequila kommt er über einen Freund, der den Agavenschnaps in Mexiko produziert. Ein Freundschaftsdienst des Promisportlers, Kretsche erklärt, das passt zum Design der Flasche. Dia de los Muertos hat ja eine positiv besetzte Charakteristik und der Totenkopf spricht eigentlich für ewige Freundschaft, also dass man auch über den Tod hinaus verbunden ist. So feiert man das zumindest in Mexiko. Und als dieses muss man auch das Symbol sehen. Wir verbinden damit natürlich immer Angst und Tod, aber in Mexiko sieht man das ein bisschen anders. Und ich finde ja sowieso Totenköpfe gut. Insofern ist es eine Symbolik, die perfekt ist. Noch eine Überraschung: Andreas Hoppe in der gleichen Halle. Der Tatortkommissar in besonderer Mission. Er macht sich stark für regionale und ökologische Produkte. Da ist jeder Genießer schnell beim Wein. Ich bin der Schauspieler, also von daher trinke ich gerne mal ein Gläschen Wein und bin von daher sehr neugierig. Aber auch da ehrlich gesagt, so mit Organic Wein und Bio-Wein, Demeter-Produkte, bin ich gespannt, was ich da heute noch sehen kann. Im Handball wird auch ganz gern getrunken, wie wir erfahren durften. Damit ist die Handballgemeinschaft schon mal ein kleiner Absatzmarkt. Wer sich im Handball ein bisschen auskennt, weiß, dass es anders ist. Also, dass wir schon auch Feste feiern können, wie sie fallen. Also, sei es, ob man gewonnen hat oder auch, wenn man verloren hat. Es ist natürlich nicht so, dass wir uns jeden Tag besinnungslos besaufen im Sport. Das geht nicht mit der Leistung zu vereinbaren. Aber hin und wieder feiern wir schon gerne. Haben wir auch in der Vergangenheit oft gemacht. Wichtig aber, so betont das Handball-Idol, die Grenzen kennen. Gesundheit und Fitness sollten immer wichtiger sein als der beste Tropfen.